Hallöchen, Leute, und ich sehe gerade, ihr seht gar nicht mal so viel. Ich mache dir mal für die Aufnahme eben kurz meine Haare woanders hin. Ja, ich habe jetzt blaue Haare, das seht ihr aber auch gleich noch. Ich nehme das hier gerade, also eigentlich seid ihr hier für das Ori-Finale, soweit ich weiß. Ja, denke ich mal, dass ihr zumindest dafür hier seid. Leider gibt es da eine Sache, worüber ich ein wenig reden muss. Und zwar ist da etwas passiert und naja, das hat mich doch ein wenig aufgeregt, um ehrlich zu sein, denn naja, als ich das dann schneiden wollte, ist mir aufgefallen, dass der Ton weg ist, beziehungsweise der Spielesound, und somit, wenn ich, ja, somit war das halt einfach total monoton, man konnte mich halt nur reden hören. Also, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Schnitt, aber was ich gemacht habe, ist, ich habe mir den Soundtrack gedownloadet vom Spiel und ich habe jetzt jeweilig zu den Ebenen einfach den Ton nachsynchronisiert, also im Nachhinein einfach passend reingeschnitten. Man hört wirklich nur die Musik und man hört mich reden. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich wollte das Projekt jetzt nicht irgendwie bei Part 17 einfach enden lassen. Ich wollte das nicht so... Ich wollte es einfach nicht unvollendet lassen. Mir war das doch irgendwie einigermaßen wichtig, dass wir das irgendwie zu Ende kriegen. Und auch wenn das jetzt irgendwie alles ein bisschen scheiße ist, dass jetzt, naja, dass jetzt der ganze, dass dieser Fehler einfach unterlaufen ist. Das ist einfach richtig scheiße. Mir ist es beim Aufnehmen nicht aufgefallen, dass der Pegel sich nicht bewegt hat, der Tonpegel vom Spiel. Und naja, das ist einfach extrem scheiße gelaufen und mir war das ganz wichtig, dass ich das einmal erwähne, dass ihr euch nicht wundert. Denn ich bin mit dem Finale zufrieden, also mit den finalen 20 Minuten, 10, 20 Minuten bin ich vollkommen zufrieden. Das habe ich, ich würde sagen, ganz gut hinbekommen. Da ist die Musik so, wie sie eigentlich auch ursprünglich ist. Trotz allem, wie gesagt, war mir das jetzt doch wert. Ich saß jetzt gestern, den 7.6., saß ich da jetzt den ganzen Tag dran. Beziehungsweise so den ganzen Tag verteilt. Und naja, dann ja, habe ich nur noch so Feinheiten gemacht. Ich habe Töne übereinander spielen lassen, dass es einen guten Übergang gibt, dass es nicht wirklich auffällt, dass es bloß ein Soundtrack ist, der sich immer, immer, immer und immer wieder wiederholt. Ich glaube aber, das fällt dennoch auf, weil wie gesagt, eine Stunde ist halt schon echt lang und ich glaube, da fällt es denn doch auf. Und ich bin da nicht so gut wie die Macher von Ori. Das ist aber auch klar, glaube ich. Und ja, da war mir einfach... Ja, ich weiß nicht, das ist einfach so, ah, es ist so doof, es ärgert mich so hart, es ist einfach, bei Let's Read Your Fanfiction wäre das bei weitem nicht so schlimm, dann hätte ich das aber nochmal neu vorlesen können, aber Ori kann ich nicht einfach nochmal nachspielen. Was ich sagen möchte ist, es tut mir leid, ich hoffe, ihr könnt das Finale dennoch genießen, und ja, dann geht es jetzt los mit neuen Haaren, yay, und ja. Dann hoffe ich, dass es euch gefällt und ja, ich wünsche euch viel Spaß, Leute, und bis gleich. Ciao. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest mit blauen Haaren. Es ist jetzt, der Samstag ist vorbei, um genau zu sein, haben wir, der Samstag, ja, es war am Samstag, wo ich mir die Haare gefärbt habe. Wir haben jetzt Montag und am Donnerstag oder am Mittwochabend habe ich die letzten Parts aufgenommen und da habe ich erwähnt, dass das Internet nicht besser ist, beziehungsweise ziemlich scheiße. Und jetzt ist es Montag und es ist immer noch nicht besser. Das ist ein bisschen alles doof. Ich habe für Part 15, ich glaube für Part 15 habe ich 14 Stunden gebraucht, um das hochzuladen. Ich habe das über Nacht hochgeladen. Ah, Leute. Wir sind im Horuberg stehen geblieben und ich habe meine Haare nicht gemacht. Das heißt, ja, ne, alles so ein bisschen chaotisch. Aber hey, es ist jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Wir sind im Horuberg angekommen und, ja, waren hier, ja, direkt am Eingang und ich denke mal, wir sollen hier hoch. Zumindest schreit uns das förmlich an und hier gibt's natürlich genau die Gegner, die ich am meisten hasse. Nochmal extra stark. Das ist auch so, danke, danke dir, liebes Spiel, danke. Aber warte, der Boden tut mir weh, oder? Kann das sein, wenn ich zu lange auf dem Boden stehen bleibe da? Ist zu heiß, oder? Ich denke mal... Und das war kein Hintergrundwasser-Lava-Fall-Ding. Okay. Ja, ich muss mich erstmal hier, ich sage mal, zurechtfinden.
Wir haben doch hier eine neue... Genau. Ich erinnere mich. Oh Gott. Hier wird's viel mit Rumjumpen zu tun zu haben. Ich merke schon. Oh Mann. Ich würde jetzt schon sehr gerne irgendwo einen Checkpoint machen. Ich wäre... Autsch. Unfassbar glücklich darüber. Denn das hier ist ja... verrückt, was hier abgeht. Na gut, das ist jetzt weniger gut, weil ich jetzt keine Möglichkeit mehr habe, da hochzukommen. Gehe ich erstmal hier hin. Ich glaube, hier kann ich auch erstmal in Ruhe einen Check... Okay, kann ich nicht. Da kann ich nicht in Ruhe einen Checkpoint machen. Nee, auf diesem Boden geht das nicht. Okay, ich würde sagen, also entweder, kann ich hier denn... Habe ich genug... Nee, habe ich nicht. Ich wollte gerade gucken, ob ich genug Zeit habe, um da hochzuspringen mit so einem Superjump. Habe ich leider nicht. So, dann nochmal dieses kleine Eckchen hier. Wir jumpen nach oben. Und dann, heißt es jetzt nochmal das Ganze. Jetzt machen wir das aber richtig. Ich bin ein bisschen nah dran. So. Ich würde ganz gerne da links hoch. Hierhin, genau. Oh Gott, ey, das sind echt viele. Kann ich hier auf dieses Teil hin? Ne. Ich kann hier auch keine Seelenverbindung herstellen. Das ist mies. Das ist wirklich, wirklich mies. Das macht das Ganze echt schwer. Uhuhui. Aber ich versuche das Teil da mal eben kurz zu töten. Genau. Das gibt uns nämlich auch ein bisschen Leben. Das ist echt nicht easy. Oh Gott. Okay. Oh Gott, und da ist direkt so ein Teil, so an so einer richtigen Scheißstelle. Alter, das ist mies. Das ist echt schwer und ich kann hier überall leider keinen Checkpoint machen, was das für mich, ja, sehr ungemütlich macht, sage ich mal. Da glaube ich kann ich aber, da muss ich einen machen können. Bitte Spiel. Oh, danke dir Spiel. Oh Gott. Ich sage euch, das wird ein Ding. Ein blödes Ding. So, ich werde hier mal... Ich denke mal nicht, dass ich hier jetzt... Ich werde das mal ganz vorsichtig machen. So. Wohin? Können wir uns hier irgendwie langschießen irgendwie? Aber, nee, so eine krasse Reichweite hat er halt auch nicht, ne? Oder wie weit schießt... Weiß ich nicht. Guck mal, weil ab hier schießt er mich schon nicht mehr an. Also... Was ich machen könnte... Ich gehe nochmal hier rüber. Und dann jump ich mal... Hier hoch? Kann ich die kaputt schießen? Ja, kann ich. Okay, gut. Dann mach ich das Ganze nochmal. So. Greifen dich an. Und dann... Jumpen wir hier auch nochmal hin. Oh, und da haben wir eines dieser Dinger... So. Oh, da haben wir sogar gleich zwei dieser Dinger. Drei dieser Dinger. Uiuiuiuiui. Hier ist es haarig, Leute. Und hier ist ein Kartenstein. Nice. Das ist perfekt. Direkt mal einsetzen. Also reinsetzen, so rum. Und dann können wir uns mal anschauen, was... Oh Gott. Was hier auf uns wartet. Ah, ich kann auch nicht wirklich rauszoomen. Ja gut, kaputt machbare Wände sind da, aka zerstörbare Wände, unter der Lava ist auch noch was, aber Lava schwimmen können wir nicht, also noch nicht zumindest, ja, wir könnten erstmal weiter versuchen nach oben zu kommen, oder halt eben hier die, ganzen Ecken, wo wir noch nicht waren, aber ich glaube, das sind auch noch diese, Lava-Fälle, ja, ich weiß nicht, wie man die nennt. Also Wasserfälle wird man die nicht nennen. Bin ich mir schon fast ziemlich sicher. Oh no. So. Oh Gott, Leute. Uiuiuiui. Ich würde hier gerne erstmal einen Checkpoint machen, das, äußerst freundlich. Dann gehen wir mal hier nach rechts. Da ist, was bist du? Du bist so ein Rollerding, ne? Ja. Betreten. Ach so. Okay. Ich glaube zu verstehen. Während sie im Flammenmeer des Horobergs um ihr Leben kämpften. Okay. Oh.
wünschte Naru sich einzig und allein, ihr Kind wiederzusehen. Naru macht sich jetzt also komplett auf den Weg hierher. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und ja, das sind alles so Durchgänge und dann kommen wir hier zu den anderen, ich sag mal Passagen, zu den anderen Ebenen. Okay. Und was macht Gumo jetzt? Geht er jetzt einfach wieder zurück? Also ich meine, geholfen hat der mehr als genug. Fail. Das kann man ihm, glaube ich, lassen. Ich gucke nochmal eben kurz. Ich glaube, ein Sprung nach oben bringt hier rein gar nichts. Nee, nichts. Kommst du wieder hoch? Ja. Oh Gott. Dann gehen wir mal eben kurz nach unten. Ah, fuck. Ich dachte, der Delay wäre ein bisschen länger. Ein bisschen länger. Aber anscheinend nicht. Kann ich einfach... Fällt auch schneller als ich fall. Ah, das ist mies. Das heißt, dann muss ich den halt wirklich an vorbeilassen. Also hier rüber, hier runter und festhalten. Und so. Da war noch so ein Teil. Ach du Scheiße, das ist nicht einfach. An vorbeilassen. Ah, ein Stück zu weit. Kann ich hier irgendwie einen Checkpoint machen? Nee, kann ich nicht. Dann mache ich das mal. Warte mal, wenn ich hier weiter nach unten gehe, sollte ich mich dort auch hochschießen können, oder? Ja, hat funktioniert. So, jetzt ist die Sache. Ich gehe nochmal. Kann ich mich. Denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Deswegen mache ich das lieber so. Und dann müssen wir gucken, wie wir das da mit dem Ding machen. Wir müssen das ja irgendwie vorbeilassen. Oder so machen. So. Okay. Schwierig, schwierig. Da haben wir wieder so ein Dial. So ein Dial mit D. Ah, guck mal, hier können wir runter. Checkpoint machen. Okay. Ori, diese Felsen scheinen instabil genug zu sein. Durch mein Licht können wir sie vielleicht nutzen, um die Lava aufzuhalten. Okay, also... Ah, okay. Sein hat das jetzt ganz von alleine gemacht. Aha, okay. Ah, damit wollte ich gerade sagen, lassen wir hier diese Lavafälle einen... Ja, damit verstopfen wir sie sozusagen. Können die da nicht mehr durch? That is not bad. Muss ich jetzt aber den ganzen Weg wieder zurücklaufen oder gibt es da irgendwie einen Shortcut, wo ich zurückkomme? Ich muss ehrlich... Ah ja, gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil es wäre nämlich ehrlich ein bisschen doof. Achso, nee, hier ist einfach nur so ein... Ui, okay. Ist so ein Mana-Upgrade. Ist auch nicht schlecht, aber ein Shortcut wäre mir auch ganz lieb. Du hast eine Energiezelle gefunden, jetzt kannst du mehr Energie bla 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 machen. Haben wir schon ein paar von gefunden. Bei weitem leider nicht alle. Und das macht mich ein bisschen traurig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir jetzt hier den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Das ist mies, also ernsthaft. Wahrscheinlich müssen wir es auch gar nicht. Ich könnte mir halt richtig gut vorstellen, dass wir das gar nicht müssen. Hallo? Kommst du runter? Herbadab. So. Okay. Aber das war bei weitem nicht weit genug, um Gottes Willen. Oh Mann. Oh Gott, Leute. Das war zu früh abgesprungen. Aber na gut. Ich brauch, danke. dann machen wir das mal so. So. Dann machen wir das so. Jumpen schnell weiter. Gehen hier rauf und... Oh Gott, ich glaube, das war wieder viel zu früh, ne? Oh Gott, okay. Es hat funktioniert. Also ich lebe und ich kann jetzt einen neuen Checkpoint machen. Also, alles gut. Alles gut. So. Ich habe schon fast das Gefühl, wir müssen uns hier diese Zeichen merken, die hier sind. Vielleicht auch nicht, vielleicht sind sie aber nur du. Nee, nur so da, aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, so dass späterhin vielleicht noch irgendwie ein Rätsel kommt. Warte mal, ich möchte mal kurz einmal hier rüber. Ah ja, guck mal. Dann können wir nämlich auch erstmal da rein. Ja, guck mal, hier sind nämlich überall so andere Zeichen.
Da bin ich mir fast sicher, dass wir die noch gebrauchen werden. So. Was ich machen muss, ist hier runterfahren. Oh Gott, Leute. Okay, von mir aus. So. Ja, ich glaube, das ist ganz richtig so. Ja. Und einmal den Schalter bewegen. Oh, hier geht es um das Timing. Dann mache ich erstmal hier einen kurzen Checkpoint. Schiebe rüber. Wobei, warte, ich hätte hier mit einem Sprung nach oben müssen. Ja, ich bringe mich mal eben kurz um. Dann machen wir das Ganze normal. Zack. Oh, was? Oh, das war knapp. Aber, ich glaube, so wird das gemacht. Na, da war der Sprung noch nicht aufgeladen. Oh, Gott. Ich weine. Ein wenig. Nee, ich glaube gar nicht. Oder soll man das wirklich so machen? Weil wenn ich mir das so anschaue, dann ist es halt wirklich sehr, sehr knapp. Warte mal. Okay, dann fahre ich halt in die Lava rein. Das kann man natürlich auch mal machen. Dann gehe ich mal hier lieber ganz hinten hin. Ja, und dann, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich finde es aber dann doch sehr, sehr knapp. Okay. Na gut, dann heißt es nochmal Ori töten und dann probieren wir das halt nochmal. Zack. Ja, nee, Leute, schaut euch das an. Schaut euch das an. Okay, ich hab's geschafft. Puh, oh mein Gott, das war echt viel zu knapp. Um Gottes Willen, jetzt kommt da auch noch so einer. Jetzt mal ganz ehrlich, ey. Ach, in der Nähe von Feinden, komm doch mal raus, bitte. So, hält das jetzt das auf? Ja, okay. Finde ich sehr schick tatsächlich. Ich mag, wie sie Flüssigkeiten hier, ich sage mal, darstellen, mag ich doch sehr. So. Dann sind wir auch wieder back. Und ich denke mal, ja, dann haben wir hier alles gemacht, was wir machen müssen. Und dann können wir jetzt hier die zwei Etagen, also die eine Etage nach unten, aber einmal links, einmal rechts. Puh, ich glaube, das wird echt ein bisschen dauern. Kann ich mir vorstellen. Okay. Ziemlich hart unter Beschuss. So, und jetzt einmal hier rüber, bitte. Neuen Checkpoint und ja, dann gehen wir hier mal rein. Und da wartet direkt so ein Kackteil auf uns. Na gut. Lassen wir uns mal anschießen von dem. Geht das? Ne, wir brauchen dafür was Lilanes, ne? Ist jetzt die Frage. Können wir das Teil erstmal kaputt schießen? Irgendwie? Angreifen können wir das gar nicht, ne? Nee. So. Ah ja, guck an. Okay, das heißt, genau, das waren diese. Ja, ich erinnere mich an die Tore. Kannst du in der Nähe von Feinden. So, aber hier kann ich. Dann, heißt es jetzt wohl die Dinger hier töten, or what? Dann mache ich das einfach mal. Das ist aber echt gefährliche Scheiße hier. Oh Gott, ich werde mich da voll reinschießen in die Stacheln. So. Ich zerstöre einfach jetzt mal jedes einzelne dieser Dinger und hoffe, dass ich das auch wirklich muss. Weil sonst, verbaue ich mir, glaube ich, gerade den Weg. Habe ich den da unten gerade erwischt? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe den da oben jetzt erwischt. Okay, der eine da unten lebt noch. Ah, schwierig. Aber sollte machbar sein, wenn ich jetzt einmal. Ja. Damit haben wir es geschafft, aber wir müssen zurück, ne? Das hier ist einfach nur so ein One-Way. Das ist ja mal. Boah, das ist fies, aber es sollte machbar sein. Mit Kuros Feder sollte das durchaus
machbar sein. Jetzt habe ich aber leider schon meinen Sprung. Okay, gut. Ging dennoch. Ich dachte, ich hätte meinen Doppelsprung noch gebrauchen können, aber nein. Habe ich zum Glück nicht. So. Und damit haben wir denn jetzt auch den Lavafall-Ding, whatever, unter uns gestopft. Sehr gut. Dann heißt es jetzt gleich nach links rüber. Oh Gott, ich schieße mich hier einfach mal nach oben. So. Okay. Mal gucken. Oh, das reicht. Oh Gott, das war echt knapp. Ich dachte für einen kurzen Moment, das wird nichts. So, was haben wir hier? Wir haben hier etwas, was im Weg ist und da unten einen Gegner, der das hier vielleicht mal kaputt schießen kann. Kannst du das? Ich glaube nicht. So, ich lasse dich erstmal noch am Leben, weil schießen tut er ja nicht. Und solange er ihn schießt, ist er auch nicht böse. Jetzt greife ich ihn aber dennoch an. So. Ja doch, ich glaube, für irgendwas werden wir den hier nämlich gebrauchen. Was ist, wenn ich den... Okay. Ja, da reinjumpen, glaube ich, bringt auch nichts. Aua, das heißt. Mach die Teile erstmal kaputt. Also hier sind überall Dinger, die ich kaputt machen kann. Ja, aber... Doch, ich kann sie auch kaputt machen. Wo bin ich? What the hell? Jetzt bin ich wieder hier? Was? Okay. Okay, okay, okay. So, ich hoffe mal, das reicht. Ja, tut es. Schieß mich mal nach oben, danke. So. So. Dann gehen wir hier rein und machen mal einen neuen Checkpoint. Und dann müssen wir doch mal gucken, wie wir das denn jetzt genau machen wollen. So, also dich brauchen wir, glaube ich, soweit schon mal nicht. Das heißt, hier können wir schon mal alles wahllos ermorden und töten. Okay, gut, gut, gut. Ja, wenn ich denn da... Nee, bringt alles nichts, okay. Dann muss ich gucken, wie ich das da unten gleich kaputt mache. Also ich denke mal, wir werden dafür denn vielleicht den Stein, der da oben eingeschlossen ist, gebrauchen können. Ich kann mir vorstellen, dass die Explosion von dem Ding da vielleicht irgendwas anrichten können. Ach so, warte mal, wir können das hier kaputt... Ah, okay. Oh Gott, 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 oh Gott. Ob das jetzt so eine gute Idee war? Oh mein Gott. Oh Mann. Kein sicherer Bereich? Leute, jetzt müsste ich echt sehr gerne einen Checkpoint machen. Das würde mir, ich sage mal, sehr gut gefallen. Wir können übrigens, oh mein Gott, wir können auch skillen. Und wie wir skillen können. Das können wir mal jetzt sofort machen. Also, jetzt können wir es nicht sofort machen, weil, ne... Wir können leider keine Seelenverbindung machen, aber wäre das nicht, könnten wir das tun. Und wie weit kommen wir? Kommen wir weit genug? Ich weiß es nicht. Ich stecke mich erstmal. Okay, sehr gut. Dann stopfe ich dich da einfach mal rein. Und alles ist gut. Sehr, sehr gut, sehr gut. So, dann werde ich... Darf ich immer noch nicht? Okay. Na gut, dann... Das war ein Trecker. Ich glaube, den hat man sehr gut in der Aufnahme hören können. So, hier haben wir jetzt aber... Was können wir hier machen? Dreifachsprung ermöglichen... Das ist jetzt aber schon ziemlich, ziemlich geil. 2 und 2, das heißt, können wir beide machen. Ultrastampfer und schnell. Möglich ist, die Geisterflamme erheblich schneller abzufallen. Oh, das ist aber auch sehr, sehr geil. Eingesammelte Energie wird um 50% erhöht und lässt Fähigkeitenzellen auf der Karte anzeigen. Ja, ist halt auch nicht schlecht, aber, boah, ein Dreifachsprung wäre schon ziemlich nett.
Andererseits hätte ich auch wirklich sehr gerne hier die Schnellflamme. Ich glaube, ich werde das hier machen und so. Ja. Und wenn wir dann 3 haben, gehen wir hier drauf, weil das hätte ich halt schon sehr, sehr gerne. Verringert den Schaden dadurch Pfanne und das ist halt auch sehr, sehr nett. Was haben wir hier? Erweitert den Radius und erhöht den Angriffsschaden der Stichflamme und erhöht den Schaden der Geisterflamme noch mehr und ermöglicht es, 4 Ziele auf einmal zu treffen. Ja, ist natürlich alles sehr, sehr nice. Durch Wände zu sehen und versteckte Bereiche zu finden. Ja. Ja, Energiezellen werden auf der Karte angezeigt. Lebenszellen, das wäre extrem hilfreich, ja. Also ich weiß schon, auf was ich gehe, wenn ich privat das Spiel spiele. Dann werde ich, glaube ich, auf diese Erkundungsdings gehen, dass ich dann alles auf der Karte sehen kann. Und dass ich dann alles einsammeln kann für die 100% und so. Denn, ja, ich glaube, das wäre schon... Oh Gott, nicht ganz scheiße. Oh mein Gott. So, ging aber ganz gut. Machen wir hier mal ein Checkpoint. Und dann hauen wir uns hier durch. So. Okay. Oh mein Gott. Oh Gott. Wäre ich jetzt aber fast in der Lava. Oh Gott. Wäre ich fast in der Lava baden gegangen, so. Das wollte ich noch sagen. Okay, so. Können wir hier ganz gut durch. Oh, Leute. Das ist echt so ein Speedrunner-Raum. Ich brauche einen Schuss. Da ist ein Schuss. Da sind gleich 2 Schüsse. Also. Huh, das müssen wir jetzt alles normal machen. Nice. Das wird ein Spaß. So. So. Also jetzt haben wir das hier aber mit den Treckern, ne? Also es tut mir leid, wenn ihr jetzt ganz viel Rauschen hört, aber... Dorfleben und so. Landleben wohl eher. So. Oh Gott, Leute. Da wäre jetzt der Dreifachsprung gar nicht mal so schlecht gewesen, ey. Hätte ich das mal gemacht, ne? so. Heilige Scheiße, was da wieder passiert. So, rein hier und jetzt das Ganze nochmal. Und, oh Mann. So viel Chaos, ey. Und dann noch diese gefühlten 80 Grad in meinem Zimmer. Aber das ist machbar. Das ist auf jeden Fall machbar. Ist jetzt nicht so, wo ich mir denke, oh mein Gott, da werde ich Jahre für brauchen. Also ich glaube, wenn ich das einmal richtig jetzt hier auch mal schaffe, sollte das auch klappen. Bei mir ist das aber immer so eine Sache mit dem richtig machen. So, ich könnte eigentlich echt noch mehr Schüsse von dir gebrauchen, mein Lieber, sonst gehe ich baden. ja gut. Wie machen wir das denn da jetzt? Ein Checkpoint wäre halt schon sehr nett, muss ich mal so gesagt haben. Der Teil hat mich jetzt erwischt und deswegen... Konnte ich jetzt das Projektil-Ding nicht, so annehmen und mich weiter feuern lassen, weil ich getroffen wurde? Weil ich glaube, ich habe die Ü-Taste, die Y-Taste doch passend eingesetzt. Kann mich aber natürlich auch täuschen. Oh Gott, das war jetzt so fies von dir. Jetzt habe ich das Teil kaputt gemacht, ne? Ja, das war's. Alter Schwede, Leute, das ist doch vielleicht gar nicht mal so einfach. So. Hier hoch, bitte. So. Okay. So viele Projektile, die ich nicht nehmen konnte. Oh Mann, das waren 3 Stück oder so. Oh shit, Alter. Ah ja, danke dir. So einen Schuss habe ich von dir gewartet. So, und dann sollten wir jetzt... Aua, da auch oben sein, sind wir jetzt auch. Hier können wir jetzt auch einen Checkpoint machen. Dann ist jetzt ja auch schon wieder alles gut.
So. Und Pau? Und damit hätten wir da alles geregelt, ne? Dann frage ich mich jetzt aber, wie kommen wir hier wieder zurück? Das ist auch, würde ich mal so ganz gerne wissen, so. Haare. Oh Gott. Naja. Kann ich hier einfach nach oben drücken? Nee, leider nicht. Irgendwo irgendwas Verstecktes. Kann ich mich auch mal nach oben schießen? Ja, könnte ich, aber da kommt leider nichts. Und hier scheint auch nichts zu sein. Na gut, dann heißt es den ganzen Weg zurück. Kuros Feder wird mir schon den Weg leiten, hoffe ich mal. Ah, okay. Oh Gott. Okay, knappe Sache. So. So, sehr gut. Damit wären wir hier raus. Ich mache einen Checkpoint und... Oh Gott, aua. Dann geht es jetzt nach rechts rüber. Oh Gott, da müssen wir kaputt machen. Und da müssen wir hin. Und hier rein. Checkpoint machen und wie viele haben wir denn jetzt eigentlich schon geschafft? Vier, ne? Oder das ist jetzt der vierte. Eins, zwei, drei, vier. Ist jetzt der fünfte. Ist ja schon der fünfte? Wow. Wie viele haben wir denn noch vor uns? Eins, zwei, drei, oh Gott. Also ein bisschen haben wir auch noch vor uns. Das ist alles gar nicht mal so geil. Oh Gott. Zack. Einfach mal. Ach du Scheiße. Mich hier festhalten? Ja, kann ich das irgendwie kaputt machen? Nein. Also daran festhalten sollte ich mich, glaube ich, nicht. Ich denke mal, das könnte wehtun. Au. Das war nun wirklich gar nicht das, was ich vorhatte. Fuck. Du sollst dich nur festhalten und dann... Danke, Ori. So. Okay, da tropft es noch Lava. Es tut mir leid. Jetzt bin ich gestorben. Holy shit. Na gut. Gar kein Ding. Zack. Und dann... dahin. Okay, ich glaube, da kann ich auch einfach ganz normal springen. Au. Oh Mann. Okay. Ich kann hier natürlich keinen Checkpoint machen. Das ist ein bisschen traurig. Kann ich mich hier... Okay... Dann muss ich mich da jetzt hochpfeffern. Kämpfen mit dem, worauf ich nicht wirklich Lust habe. Wir haben jetzt auch wieder zwei Fähigkeitenpunkte. Das ist ziemlich nett. Damit können wir jetzt so aber noch nichts anfangen. Also wir können jetzt, glaube ich, das hier machen. Ja, aber das möchte ich nicht. Ja, ich möchte jetzt halt auf das da sparen, sage ich mal. Oh Gott. Aua. Das war schon mal total verkackt. Aber mal... Okay, what the hell? Also, das war doch ganz einfach. Wieso ich das jetzt nicht hinbekommen habe, kann ich euch leider nicht verraten. Und... So. Oh Gott. Einfach mal random irgendeinen Schalter drücken. Ich halte mich hier mal... Ich halte mich auf der falschen Seite fest. Jetzt wieder einmal rum. Auch wieder etwas, was viel zu mies ist. Oh Gott. Oh nee, nee, Leute, das war's. Oh Gott. Oh, ich will ja nicht sagen, ne, aber in meinen Augen war ich in diesem Strahl drinne. ich sollte mich nicht beschweren, glaube ich. Ich lebe. Und ich glaube, darüber sollte ich ganz, ganz happy sein. Ganz dolle happy. Und ich kann hier nicht durch. Und ziehen kann ich den auch nicht. Kann ich mich da einfach so gegenfeuern? Nein, festhalten. Festhalten. Okay. Leider nicht. Dann heißt es hier lang. Und hier ist diese blöde Wand, die so heiß ist entlang. Oder die sich erhitzt, wenn ich sie berühre. Und jetzt einfach über alles rüber. Hier hin. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir es geschafft? Yes, haben wir.
Sehr gut, das freut mich. Wir kommen langsam aber sicher voran. Das ist schon mal klar. Mhm. So, ich war ganz kurz niesen und dann dachte ich mir, wenn ich schon niese und das sowieso schneiden muss, dann schneide ich mich da auch mal direkt raus. So, jetzt heißt es wieder nach links gehen. Und, ja. So. Oh Gott, ich glaube, das war eine ganz doofe Idee. Oder bin ich da angekommen, wo ich ankommen wollte? Ich glaube, ja. Gut, okay. So. Ich mache erstmal wieder einen Checkpoint. Gehe hier an den ran. Ich glaube nicht, dass ich mich hier einfach durchhauen kann. Ich probier's aber mal. Ist hier irgendwo einen... Okay, geht nicht. Dann gehe ich mal erstmal hier durch. Schau mir an, was auf mich zukommt. So, das sieht alles noch relativ einfach aus. Da haben wir einen Stompy-Dude. So. Ich weiß halt noch so gar nicht, wo ich hin soll. Aber ich glaube, das war richtig. Ich glaube, das war durchaus richtig. So, dann einmal hier, so. Oh, irgendwas ist... Ach du Scheiße. Okay, damit habe ich jetzt so irgendwie nicht gerechnet. Ich glaube... oh fuck. Oh shit, Leute. Dann, was ich gleich machen muss, ist hier den Sprung aufladen. Jetzt heißt es schnell sein und von der Lava weglaufen. Ja gut. Ich würde sagen, wir haben da ein bisschen einen kleinen Fehler gemacht. So. Oh Gott, das wird knapp. Das wird knapp, Leute. Aha. Okay. Also, das war's. Dann danke. Oder so. ich feuer mich hier einmal durch. Und so. Alter, meine Nase, ne? Ja, ich hab ja das Fenster offen, ne? Vielleicht, kommen hier wieder die ganzen Pollen und dieser ganze Shit rein. Das wäre nicht so... Oh mein Gott, das wäre gar nicht mal so toll. Oh Gott, ich geh jetzt einfach mal schnell durch, ohne irgendwie nachzudenken. Ich stell mich hier hinter. Okay, gut. Ja, gut, dann... Bitte lass nicht wieder dasselbe passieren, das wäre echt doof. Nee, sieht so aus, als, Na also, we're getting there, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, deswegen kann ich da noch nicht hier durchlaufen, so. Aua, das wäre so eine Kackwand, ne? Das war ja so eine... man, das ist doof. Das ist echt fies, was ihr hier macht, Leute. So. Da geht's auch noch nicht mehr weiter. Oh mein Gott. So, ich hab's aber geschafft, das war einfach. Ja, total. Total einfach. So. Ja, dann heißt es wieder ganz normal nach rechts gehen und dann dort für Gleichgewicht sorgen, würde ich mal sagen. Oh Gott. Würde ich mal sagen. Einfach mal hochschießen und hoffen, dass ich irgendwo lande. Achso, ja, guck mal, hier ein Fähigkeitenpunkt. Nehme ich gerne mit. Au. Das ist jetzt äußerst scheiße. Also echt richtig scheiße. Aber renne ich hier einfach nochmal... Okay, ich weiß nicht genau, was mich da jetzt getötet hat. Aber auf jeden Fall hat mich irgendwas getötet. Oh, ich will ja aber auch nicht warten an der Wand. Das ist, bringt mich voll aus dem Gleichgewicht. Also aus dem, ich sage mal, aus dem Rhythmus. Ja, ich glaube, das ist richtiger. So. Mach ich eben nochmal einen Checkpoint, denn sicher ist sicher. Oh Gott. Aua. Leute, das tut weh. Das machen wir nochmal kaputt. Und jetzt geht das hier nach oben. So. Ich mache einen neuen Checkpoint. Und hoffe, ich lande irgendwo.
wahrscheinlich wieder. Ja, sieht gut aus. So. So, und bevor ich jetzt hier wieder nichts sehe, gehe ich auch mal wieder ganz schnell wieder weg und hier nach oben. Wollte ich gerade sagen, einen brauche ich noch, um das auch zu erreichen. Und dann geht's da rein. Okay. Kommt wieder Lava. Lava sage ich schon, ich habe es verkackt. Da muss ich nämlich direkt einen Sprungdings machen. Oh, nee, Leute. Nee. Ich kann mich da drunten... Okay, ich sehe schon. Alles klar. So, jetzt aber. Oh, jetzt kommt er von da. Das ist halt so fies. Oh, man. Wäre er jetzt nämlich von der anderen Seite gekommen, hätte ich mich da, glaube ich, auch unten verstecken können. Ah, und jetzt hänge ich da fest. Leute, was ist denn hier los? Jetzt hänge ich hier an jeder Ecke fest. So. Und so. Ich möchte das eben kurz... Nee, es geht nicht. Okay, jetzt wollte ich nur noch mal eben kurz austesten, weil da ist ja nun mal eine Erfahrungszelle und das heißt, da kommen wir dann noch irgendwie hin. Was? Na gut, so kommen wir da hin. okay, und jetzt schießt er mir hier da irgendwas hin. Ganz lieb. Da macht er den scheiß Sprung nicht. Danke, da macht er den Sprung und dann macht er ihn so. Ori, ich glaube, wir verstehen uns noch nicht so gut, oder? Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen miteinander kommunizieren. So. So, und jetzt hier hin. Den Schuss mitnehmen. Danke dir. Das reicht halt überhaupt nicht. Also danke für gar nichts. kann ich mich hier... Ja, hier kann ich mich festhalten. Dann mach ich mal so einen... Obwohl, das Problem ist, da kann ich auch nicht nach oben springen, ne? Mach ich so einen Sprung aus dem Lauf. So. Oh Gott, das ist wieder heiß. Viel zu heiß für mich. Viel zu heiß. Oh, da haben wir so einen... Kann ich dich einfach mitnehmen? Kann ich dich da einfach... Ja, kann ich. Dann schieße ich dich mal dort hoch. Ja, direkt da oben bleiben, bitte. So. Ja, dann kann ich ja mal kurz durchlaufen. Nehme ich dich mal wieder mit. Und einmal denn... Alter, Stein dorthin. Donge. Und, ja, dann, hast du für mich alles getan, mein lieber Stein? Ich kann hier jetzt noch einen Schalter umdrehen. Okay. Ah. Dann kann ich dich mal wieder mit... falscher Knopf. So, und... ja, dann kann ich dich eigentlich bloß da rollen lassen, ne? Sollte ja... Nee, sollte es nicht. Ich wusste ich denn da... Ja, ja, klar. Macht Sinn, denn der Strahl kommt ja von oben, nicht von unten. So, einmal... Okay, das... hinterfrage ich jetzt einfach mal nicht. Ich tue es einfach nicht. Dann sage ich einfach, das sollte so sein. So, das kannst du nochmal jetzt... Okay, er macht es einfach nicht. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Weil wir müssen ja... Naja, da muss ich da wohl einfach den Umweg nehmen, einfach da so drüber rüber springen, mich da durchquetschen. Ungefähr so. Ja. Bisschen unnötig, aber okay, weil wir können ja da irgendwie doch durch den Stein. So, wenn ich mir das mal so anschaue. So. Wie machen wir das? Ich schieße den jetzt da oben auf die Plattform, würde ich mal sagen. Epp, und nochmal. Und nochmal. Und noch ein letztes Mal. So. Und dann jump ich einfach mal hinterher. Und dann musst du dorthin. Das war so klar. So, nochmal bitte. Komm schon, das waren jetzt zwei so schnelle Stöße. Das hätte doch funktionieren müssen. So, jetzt aber. Jetzt aber. So, wie wir jetzt das machen, ist jetzt hier so eine Frage. So machen wir das. Aber ich, natürlich kann ich da auch jetzt keine Seelenverbindung machen. Okay, aber alles gut, ich hab's geschafft. wir haben alles bekommen, was wir wollten. Also ich habe alles bekommen, was ich wollte.
sein, regel du das mal bitte. Das wäre äußerst freundlich von dir. Okay. Und, ja, damit haben wir das jetzt auch. Dann glaube ich, haben wir da jetzt alle Räume durch, ne? Oder kommen da unten jetzt nochmal zwei Räume? Das ist jetzt natürlich die Frage. So. Oh, nee. Oh, lass mich einfach hier weg. So. Direkt mal einen neuen Checkpoint machen, das Teil da kaputt machen. Aua, das ist ein heißer Boden, natürlich. Einfach mal die Augen aufmachen. Und dann, dort unten ist ein... Dings. Ich lass mich einfach mal fallen. Oh Gott. Hi there. Didn't see you there. So, dann kann ich hier, glaube ich, auch wieder raus. Ich glaube, dann mehr ist hier auch nicht. Nope. Zack. Und dann können wir uns noch das, die EXP hier holen. Warte mal, wo war die? Oh Gott, die war... Die war ja gar nicht da. Die war... noch da ganz oben. Mal gucken, wie wir da jetzt wieder hochkommen. Denn ich muss ganz ehrlich sein, das hätte ich schon ganz gerne. So. Danke. Oh Gott. Danke. So, man kann nie oft genug Danke sagen. Oder so. Aua. Gut. Aua. okay, wir haben ja... den einen Dude zu töten, denke ich mal. Oder vielleicht auch direkt alle, die uns hier auch noch bespucken mit ihren Dingern. Aua. So. Und da ist auch tot. Das Teil öffnet sich. Yep. Ich mach mal einen neuen Checkpoint und dann lass ich mich hier mal fallen. So, wo das jetzt lang geht, weiß ich noch nicht. Das hier sieht nicht so aus, als würde es hier weitergehen, aber trotz allem, ja, kann ich hier mal kurz an vorbeigucken. Ist aber auch wirklich nichts. Ich dachte, da wäre vielleicht so ein versteckter Raum. Hier geht's rein. So, kann ich einen Checkpoint machen? Checkpoint? Kein Checkpoint? Ich würde echt sehr richtig gerne jetzt einen Checkpoint machen. Ich kann auch nicht die Map öffnen. Oh Gott, Leute, was kommt hier? ich glaube, wir sind da. Drücke X, um sein zu hören. Das Element der Wärme ist zum Greifen nah. Wenn die Elemente wiederhergestellt sind, können wir die Folgen ihres Zorns rückgängig machen. Okay. Oh, Kuro, bitte! Tu mir nicht weh. Oh Gott. Ich laufe mal hier nach rechts. Oh Gott, Leute. Jetzt wird's hier aber... Okay, ich glaube, so hoch hätte ich nicht raus müssen. Hier rein muss... Was? Okay. God dang it. Oh Mann. Jetzt ist es hier wieder so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit Aua, Kuro und mir. Ich wünschte, Kuro könnte uns zuhören. Autsch, okay, aber wir sind da eindeutig zu langsam. Okay, was war das jetzt genau, frage ich mich. So. Hier muss ich gar nicht erst stehen bleiben, da kann ich direkt durchlaufen. Aha. Und hier hoch und hier rein. Sehr gut. Kamera muss weitergehen, sonst kann ich nicht weiterlaufen. Beziehungsweise ich könnte schon, aber wahrscheinlich laufe ich denn in meinen Tod. Oh Gott, jetzt müssen wir ja echt so richtig schnell den... Aua! Den Weg finden. Okay. Das ist echt, not bad. Okay. Leider muss ich mich wieder so viel konzentrieren und dann kann ich nicht so viel reden. Das nervt mich immer ein bisschen. Das nervt mich sogar ein bisschen sehr hart. So. Da war auch wieder ein Trecker. Ich frage mich jetzt gerade, müssen wir denn überhaupt da durch? Ja, müssen wir. Gut. So, ich glaube, hier haben wir ein bisschen Zeit. Okay, hier müssen wir uns wohl durchschießen.
Okay, jetzt kommt Kuro wieder. Oh Gott. Aua, das war heiß. Und ich meine nicht nur so ein bisschen warm, sondern wirklich heiß. Wasser, 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 Wasser. Oh mein Gott, das war mir viel zu knapp. Okay. Was machst du da? Vogel? Nee, bitte lass es sein. Ich weiß nicht genau, wohin ich muss. Ah, okay. Oh, no, 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 no. Oh, und ich muss den ganzen Weg nochmal machen. Alter, Leute, das ist frustrierend. Das ist ernsthaft frustrierend. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich hier wieder mit Zeitraffer umzukomme. Aber das ist schon nicht ganz ohne hier. Oh, Mann. Hey, Baby, bitte. Zack. Oh Gott. Ja gut, das haben wir noch geschafft. Das heißt, muss ich nur einmal kurz abgammeln. Und jetzt hoffe ich, dass Kuro mich nicht kriegt. Okay, nee. Haben wir Glück gehabt. Einmal hier durch. Und dann nach da links. Dann nach da oben. Ich brauche noch einmal einen Schuss, danke. Oh Gott. Kuro kommt. gut. Wasser, 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 Wasser. So. Diesmal nicht ganz so knapp, zum Glück. Mein armes Nervenkostüm. Ne? Aua. Muss auch mal jemand dran denken. Ich will nichts sagen, aber die Kamera sollte mal ein bisschen mitkommen. Das wäre ganz, ganz freundlich. So, ouch. Kein Wind. Danke. Zuerst mit Wind schießen, dass ich nach oben geflogen werde und dann geflogen werde, ja. Und dann kommt da nichts mehr. Das ist aber jetzt auch wieder sehr, sehr fies, ey. Wirklich sehr, sehr, sehr fies. So. Aber hier so die ersten Etappen, die schaffen wir jetzt doch. Die schaffe ich jetzt doch ganz gut. Ohne großartig zu verkacken. So. Was auch schon immerhin schon mal ein Fortschritt ist, ne? Aua, so viel dazu. Das ist mir viel zu knapp alles. Bitte lass es nicht mehr weit sein, ohne Witz. Ich... Oh Gott. Das ist bad. Das ist ganz, ganz bad, denn Kuro kommt da. Und Kuro ist verdammt nah und verdammt böse und... Oh, ich lebe noch. Uiuiuiui. anscheinend haben wir doch ein bisschen verkackt, so wie es aussieht zumindest. Der Geisterbaum ist nah, nur ein Schritt ist noch zu tun. Der Wald von Nebel wird wieder leben. So, jetzt heißt es, go for it. Was ist denn mit Naru eigentlich? Okay. Können wir nicht mal reden, bitte? Jetzt spielen wir als Naru. Oh ja, es ist geil. Ich freue mich ein bisschen. Oh Mann. Oh, das ist echt schön so ein bisschen. Also traurig, aber auch schön so irgendwie. So, ich bin komisch, ich weiß.
Alter, ich lege mal den Controller weg. Ich habe ein wenig Gänsehaut noch bekommen. Was für ein unfassbar schönes Spiel, oder Leute? Oh mein Gott, Alter, ist... Ah, das ist immer so der Punkt in einem Spiel, wo ich mir denke dann, ah, ich wünschte, der wäre nie gekommen. Ah, oh Mann. Echt schön. Und vor allem ist es auch immer so ein Punkt in einer Aufnahme, den ich mir wünsche, der niemals kommt, weil ich nie weiß, was ich denn großartig sagen soll. Es ist einfach so, ich hoffe einfach, Leute verstehen, denken so wie ich. Und ja, ich bin da echt nicht gut, denn irgendwie, ja, wie soll ich sagen, Dinge in Worte zu fassen? Ich denke mal so, Maya, ja, ich denke mal so ist das ganz richtig. Alter Schwede, was für ein unfassbar schönes Spiel. Wunderbares Spiel, ey. Also das wird... Daran werde ich mich lange erinnern. Das weiß ich jetzt schon. Das ist die Musik. Das ist echt so schön. Und oh, einfach wunderbar. Ohne Witz. Ich bin so froh. Ich bin so froh, dass ich das jetzt noch gespielt habe. Und vor allem bin ich so froh, dass ich das auch aufgenommen habe. Weil ich glaube... Doch, ich glaube, es ist ganz gut geworden. Ich glaube, kann ich ganz zufrieden mit sein. Aber für mich wird es noch nicht ganz zu Ende sein. Ich werde es nochmal neu anfangen. Ich werde das auf 100% spielen und, ja, wäre ich jetzt Streamer oder könnte ich streamen, dann würde ich sowas nämlich im Stream machen. Das wären dann so Dinge, die ich dann auf Twitch machen würde. Einfach, ja, solche Dinge. Das ist aber leider... Lässt das Internet das nicht zu? Also mache ich das ganz alleine für mich, was vielleicht auch nicht unbedingt falsch ist. Ich weiß es nicht, aber... Wow. Echt verdammt toll. Ich, ja, muss ehrlich zugeben... Alter. Ah, oh Mann. Ich werde mal die Credits... Können wir die überspringen? Fortsetzen? Ja, ich glaube nicht. Dann lasse ich jetzt die Credits noch durchlaufen. Und dann sage ich jetzt schon mal Tschüss. Wenn noch irgendetwas kommt, dann blende ich das wahrscheinlich am Ende dieses Videos ein. Und naja, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Denn für mich war das... Ein Riesenspaß. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Es ist... Oh, wow. Echt. Wirklich. Einfach nur danke. Auch an euch. Also... Ja. Das ist wirklich, wirklich schön. Ich werde jetzt dann bald nachschauen, was jetzt hier nachkommen wird. Also als Langzeitprojekt habe ich an Child of Light gedacht. Weiß noch nicht, ob das was wird. Muss ich mal gucken. Also an sich ist jetzt wieder alles offen. Es könnte alles kommen. Und ich freue mich drauf. Und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und ich hoffe, ihr habt es echt genauso genossen wie ich. Und hier, Moon Studios would like to thank all of the fans of Ori and the Blind Forest for their continued and heartfelt support. Ja. Ach, ist das süß, ey. Ach, ist das alles süß. Hier, guck mal, die Maggie hat den Fanart-Contest mit diesem Bild gewonnen anscheinend. Ja, es ist ein schönes Bild geworden. Ja, damit sind wir dann jetzt auch durch. Wir haben die Credits durch. Kurz mal gucken. Ja, geschafft. Ha. 7 Stunden haben wir gebraucht. 7 Stunden. Das, ja, ist nicht gerade kurz, auch nicht unbedingt mega lang, aber für ein Story-based Game ist es auf jeden Fall voll in Ordnung. Es ist einiges länger als an einem Town of Light und Homesick gewesen. Ja, ich würde sagen, verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, es war
unfassbar schönes Abenteuer. Es war einfach wunderschön. Also wirklich. Auch einfach nochmal, denn danke an meine Freundin. Da könnt ihr euch direkt nochmal danken, ja, weil meine Freundin hat mich da halt auch echt sehr drauf gehypt, sage ich mal. Die hat mir dann noch einiges zu erzählt zu dem Spiel und dann boah, konnte ich das gar nicht mehr abwarten, als ich das dann aufnehmen wollte. Das war, ja, auf jeden Fall einfach, ja, einfach richtig, richtig toll. Das ist, ja, ich bin einfach sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und dann sieht man sich bei einem anderen Video. Ha, wer weiß, was hier nachkommen wird. Ich bin ein wenig gespannt. Ich habe da ein bisschen was im Auge und ja, dann sieht man sich, Leute. Haut rein, macht's gut und ciao.